Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Ich bin's, euer Max Deus, und wir haben in der heutigen Folge vor, die andere Hälfte vom Schneegebiet mal zu erkunden und zu schauen, was wir da finden. Ich würde sagen, ich versuche mal hier rüber auf die andere Seite zu kommen. Könnte gefährlich werden. Ah, wir haben es geschafft. Oh, ist schon aber krass hier. Wir gehen wirklich da nach ganz oben. Vor allem nachts im Schneegebiet, das klingt auch einfach nur geil. Beziehungsweise sieht einfach nur geil aus. Vor allem sind hier auch weniger Ureinwohner als sonst wo. Hier diese Rauch, ja, da, die sehen schon. Ah, was haben wir denn da? Wir haben hier ein Zelt, Medizin, Münzen. Der hat eine Dose und einen Snack. Der ist hier erfroren, der tut mir echt leid. Die Leuchtfackeln. Noch mehr Münzen. Ah, der hat auch noch einen Snack. Oh, die sind hier alle erfroren. So. Einen Moment, ich werde gerade wieder angerufen. So, da bin ich wieder. Ja, ich kann hier nichts mitnehmen. Boah, aber das tut mir echt leid hier. Die alle erfroren sind. Da können wir auch nichts mehr mitnehmen. Und ja, ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Was jetzt los auf einmal? Am Ende der Aufnahmesession wollen alle, oder mitten in der Aufnahmesession eher gesagt, oder kurz vorm Ende. Wollen alle irgendwas von mir? Auf einmal melden sich alle bei mir, ey. Hätte jetzt aber echt mehr erwartet hier im Norden. Ist das der Rest vom Flugzeug? Sieht ganz danach aus. Das ist der Rest vom Flugzeug. Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir den Rest davon hier finden. Erstmal den Koffer. Was hat der hier? Okay. Oh, Leuchtpistole. 5 Leuchtpistolen-Munition. Nice. Was haben wir hier? TV Stars Wife Dies. Okay. Hier ist noch irgendwas. Steinchen. Okay. Rest vom Flugzeug haben wir jetzt gefunden. Aber ich hatte jetzt gedacht gehabt oder erwartet gehabt, dass wir hier auch noch irgendwie
Naja, noch ein Pistolenteil oder sowas finden. Wer weiß, vielleicht finden wir das noch. Vielleicht sind wir jetzt auf der richtigen Seite davon. Oder es kann sein, dass die ganze Zeit nur unten sind, da im grünen Bereich. Wo es etwas wärmer ist. Ah, schon wieder hungrig? Kann doch nicht sein. Wie viel Hunger kann man denn haben? Warte mal, ich wollte jetzt mal gucken, wo ist die, da ist die Leuchtpistole. Es wird hier aber auch immer voller. So, komm schon, ja. Aber Höhlen haben wir jetzt bisher keine gefunden, ne? Gibt es hier überhaupt Höhlen im Norden? Oder suche ich nur nicht gründlich genug? Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört, aber es hört sich hier momentan so an, als wäre ich irgendwo in der Nähe Wasser oder so. Hört sich danach an, auf jeden Fall. Boah, aber ich feiere die Berge hier auf jeden Fall. Ich will da hoch. Ich will da auf jeden Fall mal hoch. Einmal die komplette Insel sehen von oben. Ja, ich hätte danach auf jeden Fall noch die Hoffnung, dass Endnight sowas machen würde, dass man das von oben einmal alles sehen kann, die komplette Insel. Und dass hier noch für The Forest ein paar Updates kommen würden. Aber die haben ja schon mittlerweile bestätigt, dass Sons of the Forest 2023 rauskommt, das auch bei mir auf dem Kanal laufen wird, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht mehr, dass man das irgendwie da noch hoch kann. Oder es kommt noch etwas, wovon ich nicht weiß. Schauen, was da unten gibt's. Genau, da, das kennen wir alles da unten noch. Das kennen wir alles noch. Ja, und da hatten wir auch schon mal versucht gehabt, hochzuklettern. Aber ich glaube, Höhlen finden wir hier jetzt nicht mehr. Obwohl, das sieht so ein bisschen danach aus. Oder hier. Muss es doch irgendwo einen Eingang geben. Entschuldigung. Dahin laufen die wieder. Ja, so ein Schlitz oder so gibt es hier gar nicht, ne?
Stimmt, hier war doch das Zeltlager, oder? Hä, war der nicht hier? Boah, aber hier wäre auch irgendwie nice, so eine kleine Burg hinzubauen. Deine gibt es hier auch ohne Ende. Dass man da in die Fels oder an die Felswand da so eine kleine Festung hinbaut, so rein. Ich hatte gedacht gehabt, das wäre jetzt Höhleneingang. Ah, hier muss es doch irgendwo einen Höhleneingang geben. Ah, hier sind die Zelte. Er hat wieder einen Snack, nice. Noch ein Snack. So, Snacks haben wir wie viele jetzt? 11. Können wir ein Soda auch schon mal trinken? Können wir von dem hier das Soda nehmen? Was ist denn das? Da fehlt ein Stück vom Spiel. Ich glaube, ich muss hier einmal hoch. Irgendwie. Geht aber nicht. Das heißt dann hier einmal irgendwie runter. Vorsichtig. Hier wird es vielleicht gehen. Nein! Oh. Überlebt. Hier vielleicht irgendwie. Ach so. Irgendwie einen Höhleneingang finden. Irgendwo muss er doch reingehen, ne? Hier fehlt uns noch was. Oh, noch ein Zelt. Wohl, den hatten wir ja schon mal. Genau, hier waren wir auch schon. Hatten wir auch schon geguckt gehabt. So, da hinten waren wir aber noch gar nicht. Das sieht auch auf jeden Fall sehr interessant aus. Ah, okay, hier kommen wir nicht weiter. Können wir nicht weiter? Okay. Darf ich. Das Spiel sagt nö. Hier werden wir wahrscheinlich auch nicht weiterkommen. Ah, hier sind wir. Nice. So darunter will ich, glaube ich, nicht. Ich wäre fast abgerutscht, ey. Aber sieht auch einfach Hammer aus. Vielleicht kann man auch da hochbauen. Das wäre nice. Da können wir wahrscheinlich nicht hoch, aber hier können wir nochmal schauen.
Okay. Das ist wahrscheinlich Eis. Diese Gesteine hier. Die sehen mir auch sehr gefährlich aus hier. Kann doch nicht sein, dass hier gar keine Höhle gibt. Ja, ist mir doch zu gefährlich hier rum. Fast da in den Tod reingerannt. Genau, dann müssen wir hier noch mal versuchen runter. Dann gehen wir hier mal unten rum. Ne, hier kommen wir noch nicht. Noch nicht tief genug. Können wir hier mal kaum, mal schauen. Ja, irgendwo muss es doch eine Höhle geben jetzt. Kann doch nicht, kann echt doch nicht sein, dass es nur da hinten Höhlen gibt. Hier ist wieder gefährlich hoch. Wir gehen wieder darum. War das gerade eine Hase? Oder habe ich mich vertan? Wir wechseln wieder hier drauf. Falls wir gleich wieder einen Hasen finden, dass wir den einfach mal so machen können. Wie gut ist das Fleisch noch? Das ist noch frisch. Nice. Das ist ein Höhleneingang? Nee. Okay, hätte ja sein können. Wie weit sind wir jetzt wieder nach Westen gelaufen? Ja, ganz schön weit. Auf jeden Fall. So, Hunger werden wir auch schon bald wieder haben. Ich glaube, hier gibt es keine Höhle. Ja. Egal. Dann gibt es hier halt eben keine Höhle. Ist echt ein bisschen enttäuschend, aber naja. Dann, ich glaube, hier im Schneegebiet gibt es eigentlich im Grunde nur das vordere Flugzeugteil. Oder ich bin blöd und bestimmt habt ihr in den Kommentaren schon längst gesehen gehabt, da war die Höhle, da hätte es reingehen sollen, so.
Jetzt brauchen wir aber einen Hasen. Beziehungsweise, wir haben ja noch ein Stück Fleisch. So. Machen wir uns eben hier ein kleines Feuerchen. Ja, Stickies brauchen wir auch wieder. Einiges. Ich würde sagen, wir machen eben noch mal einen kleinen Hasenjagd. Jo, den haben wir erwischt. Nice. So, wo sind wir? Ah, hier. Obwohl, ich glaube, wir haben hier ein Stückchen noch nicht erkundet. Komm her, Eichhörnchen. Will der mich verarschen? So, jetzt haben wir dich. Obwohl bei den Felsen kann ja auch irgendwo ein Eingang sein. Bei solchen Dingern. Vielleicht muss man einfach runterklettern. Ach, hier sind wir wieder. Beim Wasserfall. Genau, beim Teich, bei dem See. Okay, kalt ist uns nicht, obwohl wir damit schwimmen. So, ich hätte aber gerne Bock auf noch so einen Hasen. Komm her. Den habe ich gerade im Augenwinkel gesehen. Ja, okay. Was ich vorhin gesagt habe, nehme ich nochmal zurück, dass das Schneegebiet nur für Dingens da ist, für den Flugzeug. So. Ja, schade um die Baumstämme. 1, 2, 3, 4. 4 Baumstämme. Hier gibt es nochmal Seil. Nice. Oh, noch ein paar Stickies. Nein, den Pilz will ich nicht. Okay, nice. Hab richtig viel Glück in letzter Zeit. Oder es liegt einfach daran, dass ich wirklich auch straight am Erkunden bin. Und weil ich einmal gesehen habe, wie so ein Ding aussieht, weiß ich sofort, wenn ich einen sehe, dass da einer ist. So. Ja, habe ich nicht mehr. Dann nehmen wir mal das. Ey, das heißt dann aber eigentlich auch im Grunde, im Umkehrschluss, uns fehlt jetzt nur noch ein Teil. Ein Teil von der fucking Pistole fehlt uns nur noch.
Aber wir haben keinen Höhleneingang hier gefunden. Oder ich war echt zu blöd, um eins zu finden. Um es zu sehen. Ich würde sagen, ab hier können wir eigentlich den hier wieder ablegen. Und haben wir noch irgendeine Knochenrüstung? Nö, aber Echsenhaut. Ja, okay. Nee, wir gehen nicht hier rum. Aber wir machen uns auf den Weg wieder nach Hause. Na, sieht so aus, als müssten wir hier rum, nach Hause. Rum. Noch ein Hase, nice. Oh, das ist auch nice, eigentlich dieser kleine Tümpel hier und das hier auch. Wieder Stickies. Und Fädel bestimmt auch. Und Tuch. Und noch ein Sticky. Ah, die waren nicht giftig, genau. Nice. Ach, da müssen wir hin. Und ich laufe hier rum. Ich Depp. Sticky. Hier liegt noch ein Sticky. Ja, das sind keine Stickies. Oh, das ist aber Sticky. Drei Stück. Hier nochmal einer. Jetzt sind wir wieder, mit Stickies angeht, voll. Wir brauchen noch ein paar Schädel. Ein paar Schädel und ein paar Seile. Mal gucken, wie wir ihn verfolgt. Boah, aber hier an dem See zu bauen wäre auch so nice. Oh, hier hätten wir wieder das Arschloch der Welt. Was ich mich frage, diesen einen Dingensweg, den wir letztes Mal hatten. Oder was heißt letztes Mal? Vor einigen Folgen, auf jeden Fall. Kann man den von hier aus sehen? Oder gibt es mehrere Wege dahin? Und das sind alles da irgendwie Eingänge, Wege da? Ja, da. Da kann man es sehen. Da waren wir letzte Mal. Weil von da, näher als da, kamen wir bisher noch gar nicht auf dem zum Boden von dem da. Deswegen müssen wir auch mal demnächst schauen, dass wir die beiden Höhlen, wo solche Türen waren, auch noch mal erkunden gehen. Aber ich denke auch, dass wir mittlerweile alles haben, was wir haben können in dem Game. Und das ist nämlich schon vollständig. So, alle, ich glaube, wir haben schon auch mittlerweile alle Waffen.
Wo genau sind wir schon? Ja. Wir gehen einmal hier oben rum. Oder warte mal. Da ist eine Ureinwohnerstadt. Lass mal da nochmal hin. Ein paar Seile und Schädel holen. Stickies haben wir ja voll, aber ein paar Seile. Ich habe da was gehört und traue mich nicht, mich umzudrehen. Aber muss trotzdem mal. Achso, du warst das nicht. Sind wir schon in der Stadt? In der Siedlung von denen? Naja, noch nicht. Noch nicht ganz. Also, wir müssen diesen Weg. So, ein Karnickel war das nur. Noch ein Karnickel. Boah, die Gegend kommt mir auch nicht bekannt vor. Als ob ich hier auch noch nie gewesen bin. Glaube, wir müssen da lang. Das hier sieht aus wie so eine Straße, so ein Weg. Von den Ureinwohnern hier. Bin ich schon überhaupt richtig oder? Ja, hier müsste es eigentlich richtig sein. Oder irre ich mich hier komplett? Muss hier nicht ein Dorf von denen sein? Hier. Eine haben wir genug. Da noch. Pickies. Ah, geil. Warte. Dann. Nochmal zwei Seile. Okay. Mehr Seile haben die hier nicht. Im Süden wäre auch noch mal ein Dorf. Vielleicht haben die noch ein paar Schädel und Seile. Warte, wie viele Schädel haben wir jetzt? Zwei. Könnten noch mal zwei gebrauchen und ein Seil könnten wir auch noch mitnehmen. Aber wie ich sehe, wir sind schon bei 34 Minuten, würde ich sagen, den Rest des Heimweges machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.